Ja, mein Name ist Andreas Wohlenin. Ich bin hier im Haus der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen zuständig für die IT-Technik und bin seit letztem Jahr Verwaltungsleiter. Ja, diese Zusammenarbeit besteht seit 2018. In 2018 hatten wir Besuch vom Vertrieb des Sutter Verlages und dieser Termin war so gut, dass wir gesagt haben, okay, wir machen einen Anschlusstermin, und in diesem Anschlusstermin ergab sich dann eine Vortragsveranstaltung, die wir unseren Mitgliedern angeboten haben. Den haben wir den Namen Google & Co. gegeben und der wurde auch rege von unseren Innungsbetrieben besucht. Wir haben aus der vorher beschriebenen Vortragsveranstaltung haben wir gesagt, okay, wir haben auch eigenen Bedarf. Wir haben verschiedene Gesellschaften hier, verschiedene Betriebe hier auf dem Gelände. Einmal die Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen, den Bildungskreis Handwerk. Wir haben 28 verschiedene Innungen, die wir betreuen. Wir sind gestartet, ja, ich nenne es mal, aus meiner Sicht war es so ein kleiner Pilot mit dem Bildungskreis Handwerk, weil da zu der Zeit der Schuh am stärksten gedrückt hat. Und das für mich Erstaunliche zu dem Zeitpunkt war, dass gesagt wurde, nee, Leute kommen nicht raus, wir machen das alles per Telefon. Da habe ich gesagt, ja, wie soll das denn funktionieren? Also ich kannte das aus den Vorjahren einfach anders, dass hier immer ein Designer aufgetaucht ist, ein Webdesigner aufgetaucht ist, der uns verschiedene Sachen erklärt hat, ein Vertriebler aufgetaucht ist. All das war nicht. Und dann wurde nur gesagt, da ruft sie eine an, dann machen wir eine Telefonkonferenz, klappt schon. Und so war es auch. Es hat richtig gut funktioniert. Das Produkt, was am Ende rauskommt, war im ersten Schlag genau das, was wir haben wollten. Und aus dieser großen Zufriedenheit hat sich ergeben, dass wir auch für die Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen und die angeschlossenen Innungen die Webseiten durch WebSmart bzw. durch den Sutter Verlag haben erstellen lassen. Im weiteren Verlauf haben wir dann noch die Seite Glaser NRW machen lassen, die jetzt, glaube ich, letzten Monat an den Start gegangen ist. Und dann haben wir noch eine GmbH hier im Hause, Wirtschaftsdienst Handwerk. Da haben wir dann auch die Seite durch WebSmart bzw. durch Sutter erstellen lassen. Das sind so die wirklich großen Projekte, die wir in der Zeit der Geschäftsbeziehung bereits abgewickelt haben. Vor etwa 14 Tagen wurden wir von Sutter darauf hingewiesen, dass ein kostenloses Produkt angeboten wird, was denn bestell-lokal.de heißt. Und dies eine kleine, sehr leicht zu handhabende Shop-Lösung ist. Nach kurzer Überlegung haben wir uns dazu dann entschlossen, über eben diesen Shop für unsere Betriebe die Einmalmasken zu vertreiben. Und da haben wir in der letzten Woche 50.000 Masken an unsere Betriebe abgeben bzw. verschicken dürfen. Die Handhabung des Tools bestell-lokal.de ist insofern einfach, dass es im Grunde genommen intuitiv ist. Es war in der Tat so, dass wir zwei, drei kleine Änderungen haben wollten und die in Windeseile in wirklich einigen wenigen Minuten durch Sutter eingebracht worden ist, und so dass auch eigentlich, ich glaube, 90% der Bestellungen, die bei uns eingegangen sind, eben über dieses Portal abgewickelt worden ist. Was mir noch wirklich erwähnenswert scheint, ist, dass unsere Webseiten, die durch den Sutter Verlag betreut werden, auch in der Zeit, wo es wirklich sehr informativ gedrückt hat, also wir sehr schnell Informationen an unsere Betriebe transportieren mussten, es wirklich ohne Probleme möglich war, den Sutter zu kontaktieren und die Dinge, die wir auf unsere Webseiten platzieren mussten, wollten, das auch extrem schnell
umgesetzt wurden. Also da gibt es für mich nur eine Antwort. Selbstverständlich würde ich Sutter Local Media weiterempfehlen. Das tue ich auch schon. Also wer mich von unseren Betrieben fragt, wo kann man Webseiten machen lassen, werde ich nicht müde den Hinweis geben, dort geht das. Also es geht bei Sutter extrem gut und extrem leicht